Doppelunterlag Alexander Mronz an der Seite von Patrick Bauer gegen Jeremy Bates, England, und Peter Lundgren, Schweden, in zwei Sätzen. Auch Christian Satchanu verlor mit Menno Oosting aus den Niederlanden gegen Shane Barr und Kim Warwick aus Australien in zwei Sätzen. Dagegen konnten Andreas Maurer und Bill Scanlon aus den USA die nächste Runde erreichen. Sie besiegten das Doppel Tony Mo, Nigeria, und Roger Smith von den Bahamas in drei Sätzen mit 6:4, 3:6 und 6:3. Weitere Ergebnisse im Einzel. Claudia Kode-Kilsch besiegte nach vielstündiger ärztlicher Behandlung Joanne Fall aus Australien in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:4. Christian Satchanu gewann in drei Sätzen gegen Barry Moir, Südafrika. Die Resultate 6:4, 6:4, 6:4. Über fünf Sätze gingen Karl-Uwe Steeb und Rick Leach aus den USA. Die Ergebnisse 6:4, 6:2, 3:6, 5:7 und 6:2 für Karl-Uwe Steeb. Paul Chamberlain, USA, und Patrick Kühnen 6:4, 3:6, 6:4, 7:6 für Chamberlain. Im Damendoppel besiegten Claudia Porwick mit Wiltrud Probst die Australierin Diane Balustrade und Nicole Profis mit 3:6, 7:5 und 6:4. In der dritten Runde trifft Steffi Graf nun auf die Amerikanerin Cammy McGregor. Claudia Kode-Kilsch muss gegen Melissa Brown, ebenfalls aus den USA, antreten. Karl-Uwe Steeb spielt gegen den Jugoslawen Slobodan Živojinovic und Christian Satchanu gegen den Franzosen Jérôme Potier. Soweit die Meldungen vom Tennis. Noch zwei weitere Meldungen vom Sport. Eiskunstlauf. Für die deutschen Eistanzmeister Antonia und Ferdinand Becherer sind die Eiskunstlauf-Europameisterschaften in Prag bereits vorzeitig beendet. Sie werden an der morgen stattfindenden Kür nicht mehr teilnehmen können, da sich Antonia bei einem Trainingssturz eine schwere Prellung zugezogen hat. Nach der Pflicht lagen sie auf Platz 8. Ski Alpin. Die Schweizer Olympiasiegerin Michela Ficini gewann die Weltcup-Abfahrt in Zinal in der Schweiz. Platz 2 besiegte die Kanarierin Karen Percy. Dritte wurde die Doppelweltmeisterin Maria Walliser aus der Schweiz. Beste Deutsche war Michaela Gerg aus München auf Rang 14. Soweit, meine Damen und Herren, unsere Tennisübertragung. Wenn Sie wollen, sind Sie wieder dabei in der vierten Runde bei den internationalen Tennismeisterschaften in Australien in Melbourne. Und zwar morgen zu gleicher Zeit wie heute ab 13.15 Uhr bis 14.20 Uhr. Das, meine Damen und Herren, war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Sagen auf Wiedersehen. Thank you.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Tag, meine Damen und Herren. Über die Lage in dem von Arbeitslosigkeit bedrohten Stahlstandort Rheinhausen debattiert zur Stunde der Bundestag. Die Regierungsparteien vertraten die Auffassung, bei dieser Strukturkrise stießen die Möglichkeiten der Politik auf Grenzen. Demgegenüber forderten die Abgeordneten der Opposition parteiübergreifende Anstrengungen, um die Arbeitsplätze zu erhalten. Bangemann übernimmt voll das Konzept des Krupp-Vorstands und erklärt das aus für Rheinhausen. Mit der ihm eigenen Arroganz der Macht schlägt er der Belegschaft und der Bevölkerung von Rheinhausen ins Gesicht. Dieselbe Rücksichtslosigkeit gegenüber den Arbeitslosen, die die Wirtschaftspolitik dieser Bundesregierung charakterisiert, wird hier in Duisburg gegen eine ganze Stadt exekutiert. Was wir fordern, ist ein bundesweites Gesamtkonzept zur Erhaltung der Standorte und der Arbeitsplätze und zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen in den Montanregionen. Zu diesem Konzept muss gehören, dass der notwendige Umbau der Stahlindustrie und der Stahlunternehmen erst neue Arbeitsplätze vor Ort aufbauen muss, bevor Stahlarbeitsplätze aufgegeben werden können. Das ist doch Ihre Aufgabe, Herr Wirtschaftsminister, der Stahlindustrie die Möglichkeit zu verschaffen, auskömmliche Preise auf dem Markt zu erzielen. Es geht doch hierbei nicht darum, dass wir irgendwo ein schlechtes Unternehmen haben in Rheinhausen oder eine schlechte Arbeiterschaft, sondern es geht schlicht darum, dass Sie es nicht fertiggebracht haben, uns die Möglichkeit zu geben, marktgerecht zu arbeiten. Sie haben uns nicht gegen die europäischen Subventionen abgeschirmt, Herr Magenmann. Es ist eine Tatsache, dass der Krupp-Stahlchef laut VWD Montan am 8. Januar dieses Jahres erklärt hat, in den letzten Jahren, und das ist ja wohl dann auch mit Billigung und Kenntnis jedenfalls der Arbeitnehmervertreter in dem Unternehmen festgehalten worden in den Bilanzen. In den letzten Jahren seien in Rheinhausen jährlich Verluste von 100 bis 200 Millionen D-Mark angefallen. Und insgesamt hätten sich diese Verluste seit 1980 auf rund 1 Milliarde D-Mark belaufen. Und dass das nicht auf Dauer von einem Unternehmen verkraftet werden kann, darüber, glaube ich, sollte man nicht streiten müssen. Neue Proteste der Rheinhausener Stahlwerker überschatteten heute die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der nordrhein-westfälischen Stahlindustrie. IG Metall-Vorstandsmitglied Zwickel forderte auf einer Funktionärskonferenz in Duisburg die Arbeitgeber auf, den Weg für Arbeitszeitverkürzungen freizumachen. Durch die 35-Stunden-Woche ließen sich 8.000 Arbeitsplätze sichern. So viel wie in den bedrohten Standorten Hattingen und Rheinhausen zusammen. Ferner fordert die Gewerkschaft 5% mehr Lohn. Die Arbeitnehmer der von der Stilllegung bedrohten Krupp-Stahlhütte in Rheinhausen fuhren in einem Autokorso nach Hamborn, um gemeinsam mit den dort tagenden IG Metall-Funktionären für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze zu demonstrieren. Rund 500 Autos fuhren durch die Stadt. Auch Beschäftigte anderer Stahlunternehmen schlossen sich dem Protestzug an. Auf einer anschließenden Kundgebung, an der sich mehrere tausend Stahlkocher beteiligten, wurden noch einmal heftige Angriffe gegen die Unternehmensleitung und gegen die Bundesregierung gerichtet. Was heute bei Stahl passiert, könne morgen eine andere Branche treffen. Deshalb sei die Solidarität aller Arbeitnehmer gefordert, erklärten mehrere Redner. Am Vormittag befasste sich der Bundestag mit den wachsenden Problemen bei der Abfallbeseitigung. Alle Fraktionen waren sich einig, dass weitere Maßnahmen zur Vermeidung von Müll und zu dessen Wiederverwertung überfällig sind. Die Opposition vermisste aber in dem vorgelegten Regierungsbericht konkrete Schritte wie ein Konzept zur Sanierung der 50.000 Altlasten sowie zur verstärkten Einführung von Mehrwegverpackungen für Getränke. Umweltminister Töpfer kündigte eine Rechtsverordnung an, mit der Kunststoffflaschen mit 50 Pfennig Pfand belastet werden sollen. Hessens Ministerpräsident Wallmann hat in Zusammenhang mit der Affäre um die Atomtransportfirma Transnuklear die Ablösung von zwei weiteren Geschäftsführern der Mutterfirma Nukem gefordert. Anlass sind Erkenntnisse über Unregelmäßigkeiten bei der Entsorgung, von denen Nukem schon seit 1985 gewusst haben soll. Über die Entscheidung Wallmanns informierte Hessens Umweltminister Weimar in einer Sondersitzung des Rechts- und Umweltausschusses des Landtages in Wiesbaden. Wir haben die Möglichkeit, einzelnen Mitarbeitern die Zuverlässigkeit abzuerkennen oder die ganze Organisation der Firma als derzeit zum Beispiel
unzuverlässig zu definieren. Im einen Falle würde das hinauslaufen auf Auswechseln von Mitarbeitern, im anderen Falle möglicherweise auf eine vorübergehende Schließung oder endgültige Schließung. All das gibt uns das Atomgesetz als Möglichkeit an die Hand. Das müssen wir jetzt prüfen, was die geeigneten Maßnahmen dort sind. Die für das nächste Jahr geplante Anhebung von Verbrauchsteuern wird nach Angaben von Bundesfinanzminister Stoltenberg ausschließlich zur Finanzierung höherer Abgaben an die Europäische Gemeinschaft verwendet. Mit Blick auf Äußerungen aus Reihen der Koalition, wonach die Notwendigkeit solcher Steuererhöhungen erst noch zu prüfen sei, erklärte Stoltenberg heute in Bonn wörtlich: Es ist in der Koalition abgemacht, dass dieser Ausgleich erforderlich ist. Die Nettokreditaufnahme des vergangenen Jahres bezifferte der Minister mit 27,5 Milliarden Mark. Das sind 5,2 Milliarden Mark mehr als im Haushaltsplan veranschlagt. Die Diskussion um höhere Verbrauchsteuern im nächsten Jahr ist nach Auffassung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes zurzeit verfrüht. Zugleich passe sie nicht in die konjunkturelle Landschaft. Der Verband hat heute in Bonn außerdem gefordert, zur Abwehr außenwirtschaftlicher Risiken für die Konjunktur die binnenwirtschaftlichen Wachstumsbedingungen zu stärken. Der Präsident des Deutschen Städtetages, der Oberbürgermeister von Hannover-Schmalstieg, hat heute ein düsteres Bild der Finanzlage von Städten und Gemeinden gezeichnet. Die kommunalen Investitionen, so Schmalstieg, würden erstmals seit dem Einbruch in den Jahren 1980 bis 1984 wieder sinken. Wie sich der Geldmangel in der Stadt Trier bemerkbar macht, schildert Kurt Felten. Entweder es regnet oder die Glocken läuten, sagt man über Trier. Bei Regenwetter gibt's im Rathaus nasse Füße, denn der alte Bau ist löchrig wie Schweizer Käse und Geld für eine Rundumsanierung ist seit Jahren nicht da. Allenfalls reicht es, die hässlichsten Schäden notdürftig zu beseitigen. Den Kommunen von Flensburg bis Garmisch steht das Wasser bis zum Hals wegen der steigenden Sozialhilfelasten. Anhaltende Dauerarbeitslosigkeit in Trier 15% drücken die städtischen Haushalte unaufhaltsam ins Defizit. Zwar gelang es, auf einem ehemaligen Flugplatz eine Reihe von industriellen und gewerblichen Klein- und Mittelbetrieben anzusiedeln, doch schlägt die Steuerreform bei den Kommunen voll durch. Was bleibt also? Ich denke, dass wir mit strukturellen Hilfen, und um die geht es bei dieser Stadt, des Bundes und des Landes, auf jeden Fall wieder zu ausgeglichenen Haushalten kommen können. Nichtsdestotrotz, eines von zwei geheizten Freibädern wird künftig kalt bleiben. Schulen können nicht renoviert und Straßen nicht repariert werden, ebenso wenig wie die Tribüne im städtischen Sportstadion. Als man vor ein paar Wochen bei Bauarbeiten für eine Tiefgarage auf ein römisches Thermalbad stieß, das Triers berühmte Kaiserthermen vermutlich den Rang ablaufen wird, musste das Land mit 100 Millionen Mark Grabung und Konservierung finanzieren. Kostenanteil der Stadt, sie stellt das Gelände und verzichtet auf einen Teil der Tiefgarage. Der amerikanische Präsident Reagan und der japanische Regierungschef Takeshita haben vergangene Nacht in Washington Maßnahmen zur Stützung des Dollar vereinbart. Beide kündigten in einer gemeinsamen Erklärung an, sie würden zusätzliche Gelder für Stützungskäufe bereitstellen. Die vier gestern von Israel in den Süd-Libanon abgeschobenen Palästinenser wollen nach Westjordanien zurückkehren. Vor der Kamera sagten sie, wir wissen nicht, was jetzt mit uns passiert. Die libanesische Armee erklärte, sie werde die vier Männer nach Israel zurückschicken. Libanon sei entschlossen, keinen von Israel ausgewiesenen Palästinenser aufzunehmen. Israel erließ den Befehl, auf die vier zu schießen, sollten sie sich den Kontrollpunkten an der Sicherheitszone nähern. In den besetzten Gebieten hat die Nachricht von der Ausweisung zu neuen schweren Auseinandersetzungen geführt. In mehreren Flüchtlingslagern in Westjordanien und hier im Gazastreifen wurden heute die Ausgangssperren verschärft. Das Wetter: im Süden niederschlagsfrei, sonst gebietsweise etwas Regen. Tageshöchstwerte im Westen um 6, sonst um 0 Grad. Nachts im Westen frostfrei, sonst leichter Nachtfrost. Weitere Aussichten für Samstag und Sonntag meist niederschlagsfrei, wenig geänderte Temperaturen. Die Tagesschau meldet sich wieder um 17.15 Uhr.